whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Herzlich willkommen im The Whisky Store, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute habe ich eine unabhängige Abfüllung für Sie, und zwar von dem unabhängigen Abfüller Douglas Lang. Und da ganz speziell aus der McGibbons Provenance Serie. Die fällt auf durch diese sechseckige Schachtel und hat immer 46 Volumenprozente Alkohol, immer nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert. Und so ist es auch bei dieser Flasche, einer Tamdu. Und an Tamdu habe ich eine ganz tolle Erinnerung. Die ging zuerst nicht ganz so toll los. Die habe ich versucht, 94 zu besichtigen. Und da fand man keine offenen Ohren. Die waren also dermaßen vernagelt. Da kam man nicht rein. Aber unten gab es ein kleines Visitor Center. Das war nämlich der alte Bahnhof von der Bahnstrecke, die da früher lang lief. Mittlerweile sind die Bahngleise entfernt. Und nur noch dieses Häuschen stand da. Die Brennerei ist eine der ganz wenigen, eine eigene Melzerei hat. Vielleicht muss ich auch sagen, hatte. Und zwar sogenannte Saladin-Boxen. Das ist ganz was Besonderes. Und da habe ich Ihnen hier ein Bild von diesen Saladin-Boxen eingeblendet. Das habe ich dann schon ein paar Mal erklärt bei den anderen Tamdu, die ich schon probiert habe. Da habe ich schon 3-4 Stück von probiert. Das muss ich jetzt hier nicht wiederholen. Jedenfalls haben die eine eigene Melzerei gehabt. Und diese Melzerei ging also nach einem ganz, ganz anderen Prinzip, dass man also in großen Betonbottichen da die Gerste feucht hält und mit dem Rechen immer hin und her fährt, solange bis er fertig ist, und nicht auf diesen großen Böden das ausbreitet. So, also das wurde anders hergestellt. Auf jeden Fall war das auch zu teuer und man hat dann erst die Saladin-Boxen oder die Melzerei geschlossen und dann hat man die Brennerei geschlossen und endlich hat man die Brennerei verkauft. Ja, und jetzt ist er wieder aufgemacht worden. Wie gesagt, die Saladin-Boxen glaube ich nicht. Es ist nach wie vor zu teuer und zu komplex. Aber immerhin neuen Eigentümer. Und zwar den unabhängigen Abfüller Ian McLeod, der schon die Glengoyne-Brennerei gekauft hat. Der hat jetzt auch die Tamdu-Brennerei gekauft. Und damit haben wir hier jetzt eine unabhängige Abfüllung von der Konkurrenz. Und ob es das später dann nochmal geben wird, ob die das dann rausgeben, man weiß es nicht. So, das war jetzt über die... Ach ja, und dann so 2004, 2005, da habe ich also die VIP-Tour bekommen mit Manager als Guide durch die Saladin-Boxen, durch die Brennerei und im Katalog bei uns sehen Sie hin und wieder mal ein schönes Foto von den Brennblasen und so. Also nur vom Feinsten bekommen. Und das hat mich dann für dieses Verlagerte am Anfang doch sehr, sehr entschädigt. Und ich fand das also richtig toll. Ja, von dieser Flasche gibt es jetzt immer nur eine gewisse begrenzte Anzahl. Hier steht jetzt, es war ein Single Barrel. Da steht dann One Barrel Bottling Nummer 1. Das kann man also hier drauf sehen. Das heißt, wenn Sie dieses Video sehen, ist das wahrscheinlich schon die Flasche vergriffen. Schauen Sie zu, was Sie kriegen. Und ich habe hiervon ein Sample. Sie müssen aber nicht traurig sein. Douglas Lang als Blender hat Riesenvorräte und da ist also auch noch genug Tamdu drin, sodass da immer was nachkommt. Aber weil es ein Single Barrel ist, also ein Einzelfass, werden die von Mal zu Mal ein Stück weit anders ausfallen. Also das, was ich Ihnen jetzt hier erzähle, kann nur ein Augenblickseindruck sein. Wird dann im Zweifelsfall in einem, zwei Jahren, wenn Sie die Nachfolgerflasche erwerben, dann anders sein. Aber ich blende das Video dennoch ein, weil alles das, was ich über die Brennerei und über die Flasche und über den Abfüller gesagt hat, für die folgenden Abfüllungen natürlich auch gilt. Bloß ab hier müssen Sie sich jetzt dann ein paar andere Gedanken machen, was bei der McGibbons Provenance Serie ganz, ganz toll ist. Die haben super Geschmacksbeschreibung auf dem Etikett. Und da haben sie im Unternehmen, glaube ich, drei Leute. Und zwar die beiden Brüder, die beiden Lang-Brüder und noch einen Mitarbeiter. Und die sind dann hinten mit dem Kürzel, hier ist jetzt ein F drauf, das ist dann Fred Lang, der die Geschmacksbeschreibung abgegeben hat.
frisch und leicht. Warum leicht? Weil das ein Refill Hogshead war. Da bekommen wir jetzt also nicht so sehr den Fasscharakter in den Whisky hinein, als dass der Brennereicharakter sich hält. Malzig, süß. Fruchtnote oben drüber. Und je länger man daran riecht, umso süßer. Und honiglastiger wird er. Jetzt schauen wir mal, was der Fred dazu gesagt hat. Das steht auf dem hier, auf dem Etikett auch nochmal drauf. Initially dry on the nose, also am Anfang trocken in der Nase, dann warme und herbstliche Früchte und Maraschino-Kirschen. Nee. Honig, ja, trifft die Geschmacksknospen, süß und fruchtig, juicy, nee, saftig. Und dann Gerste. Und das Finish ist weich. Kachdrop. Hustentropfen. Würzig, rauchig und mit Malzzucker. Na, da sind wir mal gespannt, ob wir das alles finden. Jetzt wird er süßer. Er kriegt aber auch eine Kraft. Er hat eine sehr würzige Note mit dabei. Oh, ganz anders als in der Nase. Das bringt das Fass die Eiche tatsächlich durch. Aber in der Nase war das Fass nicht so zu spüren, weil es ja schon ein Refill-Fass war. Aber im Geschmack ist es deutlich da. Und am Ende wird es weich, die Würze vergeht. Vanille kommt. Ja, das Getreide finde ich jetzt auch. Die Maraschino und Kirschen bleiben mir verborgen. Das zweite Mal riechen nach dem Schlucken habe ich jetzt gelernt. Ganz wichtig. Ein Professor aus Dresden hat darüber geforscht. Wenn man das runterschluckt, dann steigen die Aromen von hinten in den Rachenraum wieder hoch zu den Rezeptoren hinter der Nase oder in der Nase. Und die Aromen, die von hinten kommen, die geben das Belohnungssystem, machen einen Anstoß an das Belohnungssystem. Und die, die von vorne kommen, nicht. Die analysieren nur. Ne? Wenn man runtergeschluckt hat, dann sagt der, war wunderbar, hier mehr davon. Also das Riechen nach dem Schlucken ist immer ganz wichtig. Ja, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn Sie sich für diese Flasche oder die Nachfolgeflasche dann entscheiden. Und ich freue mich auch, wenn Sie hier wieder einschalten. Herzlichen Dank.